Ah, gut, wunderbar. Wir sind hier in dem lustigen Turm. Oder vor dem lustigen Turm. War ich da gestern schon dran? Naja. Heute ist übrigens einer der Tage, an denen ich wieder eminent gute Laune habe. Es ist echt unbeschreiblich. Die ich mir gestern schon wieder ein relativ unqualifizierten Kommentar von jemandem anhören durfte. Und ich höre nicht so gerne unqualifizierte Kommentare. Und deswegen werde ich jetzt meinem Zorn hier Ausdruck verleihen, indem ich... Hilfe. Indem ich hier... Bla bla. Erstmal ordentlich Stress anrichte. Ja, schön. Oh, sag nicht der S. Oh, ich hasse dich. Nicht mal vernünftig ausnehmen kann man euch. Letzte hier. Ja, sowas macht mir auch schlechte Laune, wenn Leute zu blöd sind, auf den Türmen zu sterben. Oh, roter Punkt und irgendjemand sieht mich. Und je weiter ich vorwärts laufe, desto... Ach, scheiße. Ja, ist ja schon gut. Oh, die Tür war schon offen. Vielleicht hätte ich da mal eventuell so... Warte ich jetzt einfach oder... Ach, das ist zu langwierig. Oh, wunderbar, das hast du davon. Ach, hat er hier was Schönes für mich? Geld. Alk. Und Billigkram, den ich brauche. Schön. So, schleichen wir mal weiter. Da sind wahrscheinlich wieder nur komische, schlechte Klamotten drin. Warum muss ich das aufschließen? Warum haben die das überhaupt abgeschlossen? Trauen die sich gegenseitig nicht, oder wie? Ja, okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal alles mit. Lesen wir hier präventiv die Bücher in der Hoffnung, dass die uns irgendwas bringen. Glücklicherweise muss man die nicht ganz durchblättern, aber bei manchen Büchern gibt es dann halt lustige Boni und Levelaufsteige, Dingsbums, ihr wisst schon. Und es gibt ein Buch, es gibt bestimmt mehrere, aber eins habe ich bis jetzt gefunden, wo man eine coole Quest irgendwie machen kann. Forbidden Legend heißt das. Und da kriegt man dann so ein übelst cooles Amulett, was alle drei Basiswerten, die man hat, also Magie, Ausdauer und Lebenskraft, irgendwie um 30 Punkte erhöht. Das tolle Gauldur-Amulett. Und weil das halt so extremst praktisch ist. Sogar beim Bogenschießen, wunderbar. Weil das halt so übelst praktisch ist, habe ich mir gedacht, will ich das auf jeden Fall wieder machen. Das habe ich nämlich letztes Mal beim in Anführungsstrichen Anspielen schon gemacht und das war eigentlich ganz cool. Bin ich hier hochgelaufen, da ist ja keiner mehr. Aber es gibt verzauberte Bögen, cool. Ja. Dann würde ich sagen, weil es hier jetzt nichts mehr gibt, machen wir mal hier Schnellreise. Ja. Ich habe gerade angefangen, irgendwas zu erzählen und ach ja, das ist das Goldor-Amulett. Auf jeden Fall ist das awesome, weil einem das halt so übelst den die Energievorteile bringt. Ich muss mich weder verstecken noch eine Waffe gezogen haben.
Und deswegen werde ich die Quest auch wieder machen. Die war auch ganz cool, weil die nicht ganz so einfach war. Nicht so wie stecke dem und dem irgendwelche gefälschten dummen Briefe zu. Das war, glaube ich, nicht so klug, hier hinzulaufen, ne? Nee. War es nicht. Ja. Stay out of trouble, Ork. Ist ein Problem mit mir oder was? Scheiß Rassist. Schön. Gut, ja. Da ist der Pfeil, da ist der Mensch, von dem ich das Geld bekomme. Alter! Kannst dein Schwert ruhig einstecken. Naja, vielleicht will ich das nicht, ich will mein Geld hier abholen. Da ist. Oh. Musst du mich ungefragt anquatschen? Ja, ich hab ihn gesehen. I had a great view, natürlich. Ich glaube, das werde ich ihm jetzt auch sagen. Welche Criminal Past? Ich. Boah. Ich habe eine Criminal Future in diesem Spiel gerade. Oh. Hier, Mister, ich sitze gechillt auf meinem komischen Thron. Muss jetzt gerade mal übelst den Dicken schieben und sich super engagiert geben. Bla. Steel Armor. Schön, aber jetzt trage ich zu viel. Bla bla bla. Ja, das Lustige ist, wenn ich jetzt nämlich zu viel trage, kann ich nur noch ungefähr so langsam laufen, wo ich richtig Lust drauf habe. Hust. Genau, und auf Schleim im Hals habe ich auch richtig Lust. Na gut, hier so verzauberte Sachen sollte man nicht weggeben, obwohl das dieselben Verzauberungen hat. Den schmeiß ich mal weg und das Schwert ist ja Neutrum und den Hammer Maskulinum schmeiß ich mal weg und dann kann ich mich auch wieder vernünftig schnell bewegen. Schön. Ach ja. Ich bezweifle, dass ich jetzt gerade Lust habe, mich mit denen zu unterhalten. Dann mache ich doch lieber andere Sachen. Wie zum Beispiel mich exzessiv räuspern. Meine Fresse. Oh, one-handed skill improves the use of weapons. Bla 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 bla. Oh ja, Dolche, genau. Ich wollte mir ja noch so einen tollen Stahldolch besorgen, weil der besser ist als mein Eisendolch. So. Mit dem Jarl wollte ich eigentlich gerade nichts Besonderes zu tun haben. Ja. Bla bla bla. Okay.
harte Nuss oder wie? Löblich, löblich. Na, macht dir jemand Stress? Soll ich dir mal helfen? Oh, sehr charmant, auf jeden Fall. Ja, gut, dann gehen wir mal hier in die Taverne da war sie. Und quatschen den Mikael an. Kann ich ja mal schön dicken schieben. Bin ja schließlich auch ein dicker Ork, ne? Ach, da ist er ja schon. Na, ich glaube, die hat nicht so das Interesse an dir. Genau, ich bedrohe ihn einfach mal. Lol. Okay, wie man sieht, hat er übelst keine Energie. Ja, schade, dass ich nicht noch treten kann, du Stück, du. Na, egal, das reicht erstmal. Na, habe ich dich überzeugt? Wunderbar. Ja, wie ich auch gehofft haben hier. Frauen belästigen, da bin ich nämlich übelst nicht der Freund von. So, hallo Carlotta. Jupp, ich hab ihn convinced. Oh, es hat sich gelohnt. Sehr schön. Ja, gut, dann haben wir das. So. Ach ja, ich habe jetzt mal übelst die Idee. Die Frau hier vorne hat über Schwerterschmieden gesprochen und die ist wahrscheinlich auch eine Schmiedin. Wie man eventuell auch an diesem Schild hier sehen könnte, wo auch Schmied drunter steht. Und der kann ich bestimmt meine Sachen verscheuern, die ich zu viel habe. Ja, wie ich gesehen habe, kann man der wohl auch helfen. Das mache ich vielleicht mal demnächst. Das Ding kann ich ja jetzt verkaufen. Das ist schwer, das könnte ich dann eventuell gleich auch mal verkaufen. Weil hier ist nämlich dieselbe Verzauberung drauf und blauen Keks. Und wenn ich davon drei habe, kann ich davon bestimmt auch mal zwei verkaufen. Einen davon können wir loswerden. Und wenn ich Stahlpfeile habe, brauche ich keine Eisenpfeile. Also nicht, dass die irgendwas wiegen oder mir irgendein Geld bringen, aber sie sind einfach im Weg. Punkt. Ja. So, sehr schön. Kriege ich Punkte dafür, dass ich Sachen verkaufe? Ach, das war das, was ich eben geschenkt bekommen habe. Sehr schön. Ja, schön. Gucken, vielleicht hat die noch so einen schönen Stahldolch für mich. Nee, genau den hat sie natürlich nicht. Sonst hat sie jeden Scheiß hier aus Stahl. Nee, vergiss es. Mit solchen Bedingungen brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Nehmen wir mal das hier.
Ja, gut, so viel dazu. Ja, genau. Ich würde mal sagen, ich mache dann erstmal Pause und dann gehe ich, glaube ich, doch zum Jarl da hoch. Oder ich gehe jetzt erst zum Jarl hoch. So semi erstmal bis auf den Vorplatz da, den runden, den großen. Bis meine Ausdauer es nicht mehr tut. So, genau. Da gleich hoch, aber jetzt erstmal Pause.